Mit der Bezeichnung Athos verbindet man zwei Begriffe. Erstens den Berg als geologische Bezeichnung eines Gipfels von 2033 Metern Höhe, der auf dem östlichen Finger der Halbinsel Chalkidiki in Nordgriechenland liegt. Und zweitens nennt man diesen Finger, der ja ebenfalls eine Halbinsel ist und im Altertum Akte hieß, Athos. Hier liegt die theokratische Mönchsrepublik der orthodoxen Kirche. Von Thessaloniki gelangt man in circa 4 Stunden mit dem Bus nach Oronopolis. Hier erhält man eine Einreisegenehmigung, das sogenannte Diamonitorion. Es berechtigt zum 4-tägigen Besuch der Mönchsrepublik und wird täglich nur an 10 nicht-orthodoxe Christen erteilt. Die Grenze zur Mönchsrepublik ist an der Landseite gesperrt. Der Zugang ist nur mit dem Schiff gestattet. Der gesamte Grundbesitz der Mönchsrepublik gehört 20 Großklöstern, welche auch die Regierung bilden. Dazu kommen ca. 400 Ansiedlungen, die sich aus Skiten, Kelien, Zellen und Einsiedeleien bilden. Seit 1000 Jahren ist Frauen der Zutritt zum Athos verboten. Der erste Schiffsanlegepunkt ist die Asarnas von Sografou. Es ist der Hafen des gleichnamigen bulgarischen Klosters, das in 1 Stunde Fußwegentfernung im Landesinneren liegt. Von hier aus geht es weiter, vorbei am Kloster Docharyou, dem Kloster Xenophontos und dem russischen Kloster Pantalemonos oder Russikon. Daphne ist der offizielle Hafen des Landes. Von hier aus verkehrt ein Bus zur Hauptstadt Karies. Wir fahren weiter die Küste entlang, vorbei an dem Kloster Simonos Petras, das 200 Meter hoch über dem Meer auf einem Felsvorsprung liegt. Es wird wegen seines Aussehens und seiner Lage mit dem Potala-Palast in Lhasa in Tibet verglichen. Wir haben inzwischen das Kloster Gregorio passiert und im Kloster Dionysio angelegt. Hier haben wir einen kleinen Aufenthalt. Das Kloster liegt auf einem 50 Meter hohen Felsvorsprung. Der Klosterhof ist mit schönen Fresken ausgemalt. Das nächste Kloster ist das Kloster Agiu Paulo. Wir fahren an den Mönchsdörfern Nea Skiti und Agiu Anna vorbei. In den Kelien und Skiten der Dörfer leben zahlreiche Mönche, die als Goldschmiede und Kunsthandwerker arbeiten. Sie fertigen unter anderem kostbare Buchumschläge für Evangelarien und liturgische Geräte an. Andere malen Ikonen nach alten Vorbildern und dem Regelhandbuch über Ikonenmalerei des Athos. Die senkrechte Wüste ist der Wohnort der Einsiedler. Hier an den Steilhängen wohnen die Anachoreten von Karulia. Wir haben inzwischen das Kap Nymphaion umrundet. Hier verlor im Jahre 492 vor Christus der persische König Darius seine gesamte Flotte. 300 Schiffe wurden bei einem Sturm gegen die Felswände geworfen und 20.000 Menschen ertranken. Auch heute noch wird die Schifffahrt bei schlechtem Wetter eingestellt. Das kleine Boot fährt nur bei ruhiger See um die Südspitze der Halbinsel. An der Bootsanlegestelle der Skite Agiu Prodomus verlassen wir das Boot und steigen 250 Meter hoch zum Plateau auf. Auf der rechten Seite, auf halber Höhe, sehen wir in der Ferne das älteste Kloster des Athos, die große Lavra. Megisti Lavra. Einer Gralsburg gleich breitet sich die uralte Klosteranlage, die ranghöchste des heiligen Berges, auf einer geräumigen Felskanzel 160 Meter hoch über und eine halbe Wegstunde vom Meer entfernt aus. Gegründet wurde das Kloster von Athanasius Antonoides aus Trabesund
im 9. Jahrhundert. Das Kloster ist berühmt durch seine Fresken, Patriarchengräber, einen schönen Weihwasserbrunnen und seinen tausendjährigen Zedern. Wir wandern die Strecke zurück, die wir am Vortag mit dem Boot zurückgelegt hatten. Auf jahrhundertealten Verbindungswegen, durch wunderschöne Wälder, auf der einen Seite das Meer, auf der anderen den Gipfel des Athos. Wir wollen mit einem Boot zurück nach Daphne fahren und von dort aus die Hauptstadt Karies besuchen. Nahezu in der Mitte der Halbinsel liegt Karies, umgeben von schönen Walnuss- und Kastanienwäldern. Jedes der 20 Großklöster hat hier eine Dependance, in denen die Regierungsvertreter wohnen. Das ist das Regierungsgebäude mit dem jahrhundertealten Turm, der als Schatzhaus für die wertvollen Urkunden und Kunstschätze genutzt wird. Das Protaton ist die Hauptkirche des Athos. Sie ist die einzige romanische Basilika. Alle anderen Kirchen auf dem Athos sind im byzantinischen Stil erbaut. Hier wird die wundertätige Ikone Axion Estis, das griechische Nationalheiligtum, verehrt, die hinter der Ikonostase verwahrt wird. Sie ist Ziel vieler tausender Gläubiger aus aller Welt. Wir machen jetzt einen Abstecher an die Ostküste zum Kloster Stavronitika. Wie von Ewigkeit her an seinen Ort gemauert, ruht Stavronitika, einer Ritterburg gleich, auf einem Felsen 50 Meter über der Ostküste. Am nächsten Morgen gehen wir über Karies zurück zur Westküste und besuchen das Kloster Xirapatamu. In jedem Klosterhof befindet sich ein Brunnen, in dem einmal im Monat Wasser geweiht wird. Unser nächstes Ziel ist das russische Kloster Panteleimonos an der Westküste. Hier lebten bis zum 20. Jahrhundert 1000 russische Mönche und in den Gästehäusern war Platz für 2000 Pilger. Nach einer weiteren Stunde Wanderung dicht am Meer entlang gelangen wir zum Kloster Dochariu. Es liegt wie ein Märchenschloss direkt am Meer. Das Kloster Kilandar liegt etwa 5 Kilometer von der Ostküste entfernt in einem Tal, umgeben von grünen Hügeln. Im Laufe der Jahrhunderte sammelten sich große religiöse und bibliophile Schätze im Kloster an. Die Bibliothek hütet neben zahllosen Handschriften über 400 Siegel und Urkunden, darunter wertvolle Goldsiegelbullen der byzantinischen Kaiser. Trotz der vielen Brände des Klosters konnten die Kostbarkeiten stets gerettet werden. 1722 brannte das Kloster fast vollständig aus. Lediglich die Mauern des Turmes widerstanden den Flammen des Feuers. 1891 brannte das Kloster wiederum fast gänzlich aus. Und nun die letzte Katastrophe. In der Nacht vom 3. auf den 4. März 2004 brannten 2/3 der Klostergebäude ab. Über 100 Mönchszellen, Kapellen, der gesamte Gästetrakt, Magazine und die Vorratsräume des Klosters wurden ein Raub der Flammen. Der Brand breitete sich in Windeseile aus. Bereits nach 4 Stunden war nur noch eine Trümmerstätte, was den Mönchen vorher Heimat war. Gott sei Dank konnten sich alle Väter, Gäste und Mitarbeiter vor dem Feuer retten. Auch gelang es, die Heiligtümer und die Kunstschätze des Klosters zu sichern. Die im Hof stehende zentrale Klosterkirche blieb verschont. Und seit dem 5. März finden wieder täglich Gottesdienste in ihr statt. Der Wiederaufbau der Gebäude wird mindestens 10 Jahre dauern und über 10 Millionen Euro werden dazu nötig sein.